Und dann von da aus können wir dann alles sauber machen. Ich hoffe, man hört jetzt die Hunde im Hintergrund nicht. Irgendwie spielen die leicht verrückt in der Zeit. Boah, einfach mal so eine Kiste in die, einfach mal so eine Kiste nehmen. Und die sich einfach in die Hosentasche stecken. Das kann man natürlich machen, wenn man möchte. Und was heißt das wohl hier? So. Und nochmal. Hopp. So. Nochmal. So. Und für die ganze Auflösung oder für die ganze Bemühungen haben wir eine Gaganuss erhalten. Natürlich nicht. Hier wird wahrscheinlich irgendwas Tolles liegen. Hoffe ich jedenfalls. Das ist Sand. Patty ist auch noch da. Liegt hier etwas? Aus einer Geisterlilie. Darf man hier etwas mitnehmen? Okay, wir nehmen sowieso ganze Zeit schon was mit. Hier haben wir ein... Hier haben wir Äffchen rumliegen. Auf sie mit Gebröll. Zack, zack. Ja, wir machen das Viehzeug platt, natürlich. Jetzt wollte ich aber erstmal trutern. Ja, diesmal habe ich mir den Namen so richtig gemerkt. So, rohes Geflügel, eine Blutwurzel. Und jetzt wollte ich natürlich erstmal hier den Strand weiter unsicher machen, weil hier nicht was viel Zeug rumliegt. So. Zack. Zack. Patty kommt auch erstmal etwas später. So, liegt hier denn irgendwas? Nein, liegt es nicht. Gut, dann können wir weiter in den Dschungel hinein. Oder habe ich das alles richtig gemacht hier? Ich besitze keine Karte Region. Okay, ist natürlich ungünstig. Aber bevor wir nach da hinten gehen und zu dieser komischen Ruine, werden wir natürlich alles auskundschaften. Erstmal alles mitnehmen. Bevor wir dann zwangsweise da diesen Weg lang gehen müssen. So. Ich bin auch schon auf Fallen gespannt. Ich habe das auch schon irgendwie wieder im Gefühl, dass das dass hier Fallen sind. Doch nicht. Dafür ein Cinematic. Halt! Apo Sheku! Seit wann kämpfen stinkende Piraten zusammen mit Molukken? Das Einzige, was hier stinken wird, ist deine Leiche, Stahlbart. Kata Obi! Was hat er gesagt? Nur wirst du das nicht mehr erleben, Kleiner. Kapuseku? Kapuseku Bambule. Was sagt er? Vorsicht, alter Mann. Wenn du dich mit uns anlegst, legst du dich auch mit Captain Crow an. Das trifft sich gut. Genau deshalb sind wir hier, ihr Landratten. Genug gequatscht. Mach mir sie fertig. Kata Obi! Patty, was? Er hat gesagt, zuerst töten wir den Idioten, der unsere Sprache nicht spricht. Angriff! Ich mach dich fertig. Das haben sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber... Wow. Das haben sie aber einen guten Kampfstil drauf. Einen guten Kampfstil. Dafür sind wir aber, Flieger. So. Warte mal. Ich möchte noch einen weiteren machen. Den ersten haben wir erledigt. Und das ist ein Pirat. Den greifen wir auch an. Autsch. Erstmal von hinten angegriffen. Das ist unfair. So. Der zweite liegt auf dem Boden. So. Zack. Zack. Bup, 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 bup. Und komm, parier nicht alles. So. Hier am Turm werden unser Lager aufschlagen. Sieh dir an, was ich gefunden habe. Gold? Riech mal. Pester Takarigua rum. Ich wette, den hat der alte Bus noch höchstpersönlich gebrannt. Und? Was sagt ihr das? Ist doch klar. Die sitzen hier am Ende der Welt und besaufen sich. Kein Wunder, dass wir sie überrumpeln konnten. Mehr fällt dir dazu nicht ein? Mehr fällt dir dazu nicht ein? Sollte es? Warum?
Ich würde auch saufen, wenn ich hier festsitzen würde. Schon gut. Lass uns einfach weitermachen. Hey! Wir sind gerade angekommen und stecken schon bis zum Hals in der Scheiße. War es jemals anders? Nein. Und jetzt bin ich auch noch mit dir und meinem Vater unterwegs. Ach, das kann ja noch heiter werden. So, und jetzt sehe ich mir mal den Turm an. Ja, dann guck dir den an. Währenddessen plünder... Nein. So, währenddessen plünder ich die Leichen. So. Wow, er hat einmal Sand dabei. Und irgendwie ist hier sogar der Speer rumgeflogen. Ich hoffe, den kann man noch benutzen oder holen. Hier liegt er, da. Zack. Und hier ist die Leiche vom Jäger. Einen Grog haben wir erhalten. Einen Speer. Und was kriegen wir noch? Ein Goldbrocken. Und der Pirat gibt uns 5 Kugeln, eine Pistole. Ah, eine Pistole. Das ist gut. Unsere hatten wir verkauft. Gut, haben wir denn... Munition müssten wir haben. Genau. Da ist hier noch eine Pflanze. Eine Würgeranke. Schaue ich mir den Turm jetzt auch mal genauer an. Erstmal hier. Liegt da was? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Das war klar. Aber ist hier was drinne? Ein Grog. Die besaufen sich hier wirklich alle nur. Das ist ja schrecklich. Aber wenigstens liegt hier ein bisschen was zu mampfeln rum. Das geht ja auch. Ja, hier ist ein Truthahn. Zack. So. Es gibt uns natürlich auch wieder genug Fleisch. Da hinten habe ich auch gerade ein Beutel gesehen. Ich glaube, hier war der. Genau. Patronenbeutel. Ah, die Framerate ist gerade eingebrochen. Also ganz leicht nur. Was lacht da? Irgendwas lacht da rum. Rohrfisch. Da haben die gefischt und sich besoffen. Gute Wahl. Ist natürlich blöd, dass ich jetzt keine Karte der Gegend habe. Verdammte Hunde. Machen mit den Wilden gemeinsame Sache. Na gut. Wenigstens wissen wir jetzt, woran wir sind. Sehen wir uns doch mal um. Gut, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Crow hat sich Hilfe bei ein paar Wilden geholt. Das heißt aber nicht, dass er den ganzen Stamm kontrolliert. Wir müssen herausfinden, wie viel Einfluss er schon auf die Wilden hat. Was ist mit den Protektoren? Vielleicht könnten die uns helfen gegen Crow. Wie ich die kenne, haben sie sich in Puerto Isabella verschanzt. Eine Sache macht mich ein bisschen stutzig. Wo ist Crows Schiff? Vielleicht hat es die Inquisition versenkt. Könnte sein. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Wenn die Inquisition Crows Schiff gekapert hat, liegt es vielleicht in Puerto Isabella vor Anker. Ich verstehe dein Interesse an dem Kahn nicht. Stell dir vor, Crow hat die Titanenharpune an Bord seines Schiffes versteckt. Dann wäre sie jetzt in den Händen der Inquisition. Nicht unbedingt. Ein Pirat wie Crow versteht es, einen Schatz so zu verstecken, dass keiner ihn findet. Okay, das sind ja alles schöne Geschichten, aber was tun wir jetzt wirklich? Du hast nun die Wahl. Aber bedenke, dass es dein weiteres Geschick stark beeinflussen wird. Entweder wir sehen nach, was Crow bei den Eingeborenen anstellt, oder wir suchen sein Schiff bei der Inquisition. Was erwartet uns bei der Inquisition? Was erwartet uns bei der Inquisition? Die Stadt Puerto Isabella liegt im Süden, an der Küste. Die Protektoren werden die Stadtmauern bewachen und Patrouillen werden das Umland erkunden. Wenn wir dahin wollen, folgen wir also der Küste. Ganz genau. Doch wir müssen vorsichtig sein. Und du meinst, die helfen uns gegen Crow? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir müssen sie nur davon überzeugen, mit uns zusammenzuarbeiten. Sie sind brillante Scharfschützen, mein Junge. Von ihnen könntest du den Umgang mit Schusswaffen erlernen.
Ein gut ausgebildeter Schütze ist ein gefürchteter und mächtiger Gegner. Okay. Was erwartet uns bei den Eingeborenen? Es gibt ein Dorf im Westen, soweit ich mich erinnere. Aber ich schätze, so weit braucht man nicht zu gehen, um auf sie zu treffen. Wahrscheinlich sitzen die irgendwo im Dschungel. Meinst du, sie sind uns alle feindlich gesinnt? Ich hoffe nicht. Wir könnten ihre Speere und ihre magischen Kräfte gut gebrauchen. Aber bei den Molukken kann man sich nie sicher sein. Ein wenig Vorsicht scheint mir angebracht. Es würde mich beruhigen, wenn sie auf unserer Seite kämpfen. Wer hat schon gerne einen Feind, der dich verfluchen kann? Crow hat es irgendwie geschafft, sich mit ihnen zu verbünden. Wenn du herausfindest, wie, kannst du vielleicht auch ihre Freundschaft gewinnen. Und wer weiß, am Ende machen sie aus dir noch einen Voodoo-Hexer. Das wäre doch natürlich was. Was ist denn das? Rum! So, aber diese Entscheidung werden wir erst beim nächsten Mal fällen. So, damit, mit diesen Worten mache ich auch eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Risen wieder. Ciao. So, da sind wir auch wieder bei Risen 2. So, wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben und hatten Stahlbart sowie die nette und süße Patty auf diese Insel mitgebracht. Vielleicht sieht man das ein bisschen. Ich habe mit dem Kontrast mal ein bisschen rumgespielt. Und das Ganze sieht jetzt etwas farbenfroher aus und natürlicher. Ich hoffe, das gefällt euch so. Also mir gefällt das persönlich sehr gut. Da das Ganze jetzt auch dem Wald, sag ich mal, einen gewissen Ton gibt, einen gewissen Unterton. Dass das Ganze halt ja, natürlicher aussieht. Freundlicher, kraftvoller. Besonders in den Farben. Nun gut, wir waren hier stehen geblieben und wollten auch noch einmal hier in die Richtung. Waren aber dann in ein Cinematic vereintreut oder wie nennt man das? Eingebunden, wo wir eigentlich nicht hin oder was wir nicht machen wollten oder rein wollten. Und wollten hier eigentlich das hier umgehen. Aber das machen wir natürlich nicht.